Also die Physiker, die haben wirklich gemeint, dass wenn sie etwas rausgebracht haben, dann kann man sagen, es ist richtig oder falsch. Ja? Das heißt, die sagen, wir sind nicht in der Situation der Inquisition damals, die auch gesagt haben, ja, wir wissen, was richtig und falsch ist, nicht? Und der Galilei, der sagt, also die Erde dreht sich nicht, ja? Nicht? Die sagen, jetzt sind wir wirklich Leute, ja, die nun sagen können, was richtig und falsch ist. Ja. Aber der ganze Witz war, dass eben das, was man nun gelernt hat, was in der Physik drin ist, dass irgendwie diese Feststellung nicht stimmt. Ja. Das heißt, ich dachte, was die Welt im Innersten zusammenhält, wenn ich das raus habe, dann habe ich also die Bausteine und dann habe ich die Naturgesetze und dann kann ich ausrechnen, was also passiert in Zukunft. Ja? Und genau das schien nicht mehr zu funktionieren. Nicht? Und das hat einen erschüttert, weil das Wesentliche daran verloren gegangen ist, dass das, was wir begreifen können, ja, was begreifen wir? Wir verbinden das mit der Materie. Ich greife etwas, was materiell ist. Ja? Das ist also was Festes. Ich greife einen Tisch oder sowas hin. Ja? Dass es die Materie eigentlich nicht gibt. Ja? Und viele haben mir dann gesagt, du hast doch jetzt 50 Jahre hast du über Materie gearbeitet. Ich sage, ja. Und was ist das Wichtigste gewesen? Dass diese Materie nicht existiert. Das sagen wir aber da. Armer Kerl, ja, an etwas hingearbeitet, was hinterher gar nicht gibt. Nein, es war also eine Erleuchtung in gewisser Weise, dass es in dem Sinne nicht gilt, dass ich sozusagen zu dumm bin, ja, sondern dass die Frage gar nicht mehr richtig ist. Und das hat eine total andere Welt geöffnet. Das heißt auch, dass du am Ende nicht etwas hast wie ein Atom. Atom ist eigentlich, dass man sagt, es gibt, wenn ich in immer kleinere Dinge reingehe, dann bleibt das, was ich begreifen kann, drin, aber die Form und sozusagen die Farbe und all diese Dinge verschwinden. Und am Schluss bleibt ein Atom übrig, etwas, das ich nicht mehr weiter verkleinern kann, das nur noch begreifbar ist, aber alle anderen Eigenschaften sind weg. Dass dieses Atom nicht existiert, sondern das, was ich begreifen kann, verschwindet. Ja, und was bleibt? Ich habe irgendwie nur eine Beziehung dazwischen. Ja? Und deshalb sagt man, also am Ende ist also nicht, was ich begreifen kann, sondern was nur sozusagen eine Beziehung ist, was sozusagen passiert. Also ich habe kein Teilchen, sondern ich habe ein Passierchen.